So ein Naturpool ist halt eine richtig coole Anlage. Ja, man merkt das schon, man riecht nichts. Ja, du hast kein Chlor, keine Chemie, kein Salz, wird rein biologisch gefiltert. Du hast total tolles, klares Wasser, ja. Badespaß. Du brauchst keinen Pflanzenbereich. Ja, aber die Größe ist ja total variabel. Ja, und du hast relativ wenig Pflegeaufwand. Du musst natürlich dahinter bleiben, ganz klar. Du darfst keine Veralgungen oder sowas aufkommen lassen. Wenn du es richtig baust und eine gute Dimensionierung hast und die Filteranlage passt, dann hast du Jahrzehnte Badespaß. Man muss einmal gescheit machen und dann hat man was davon. Genau. Es ist echt wichtig, dass man sich überlegt, welche Systeme man haben will. Es gibt so viele Möglichkeiten für Wasser im Garten. Wenn du überlegst, die ganzen Filtertechniken, ob Naturpool oder kein Naturpool, mit Chemie, ohne Chemie. Ja, da brauchst du eigentlich immer einen Profi an der Hand, der dich da irgendwie durchführt und der System hat, das funktioniert. Ja, und die Erfahrung mit hat. Genau, weil bauen kann man immer irgendwas. Und es gibt, gerade beim Wasserkörper, wenn du fünfmal das gleiche baust, hast du fünf verschiedene Ergebnisse. Ja. Es gibt Leute, die haben Hunde, es gibt Leute, die haben Kinder. Da ist nicht alles oder jedes System dafür geeignet. Ja, der Bedarf ist ein anderer, je nachdem, wie man nutzen will, was man haben will. Das ist jetzt unsere Technik da von dem Schwimmteich. Also kein Naturpool, sondern ein Schwimmteich. Ja. Du musst das Gimmer so aufteilen, dass die mit der Windrichtung im Endeffekt den Schmutz aufnehmen. Also Pollen, Laub, Schmutz, Verunreinigungen, Pflanzenreste kannst du da eigentlich hier raussaugen. Du musst da wissen, was pflanze ich wo. Die Wasserpflanzen haben alle verschiedene Tiefen, wo sie wirklich gut wachsen. In den Zonen, oder? Genau, und wenn ich jetzt keine Ahnung habe und ich nehme jetzt da ein paar und pflanze die irgendwo rein, dann sind die nach ein paar Monaten weg. Ja. Die gibt es nicht mehr. Und da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl.